bin tatsächlich extra nur hierher gekommen. Ich habe keinen größeren Auftrag. Ich habe gesagt, ich bin hier heute für die Accra da. Und ich gucke mir die Green Girls an. Ich habe den Workshop heute Morgen mitgemacht. Das war wunderbar. Wir saßen da in so einer gemütlichen Runde und haben über den Beruf der Landwirtin gesprochen. Natürlich auch so ein bisschen, dass man in der Scheiße steht, ne? Und dass das viel harte Arbeit ist. Und die jungen Leute sollten selber sagen, was denkt ihr denn, muss man als Landwirtin oder Landwirt mitnehmen? Und die haben selber gesagt, Belastbarkeit, früh aufstehen mögen, also was die auch alles, die haben auch negative Sachen gesagt, ne? Was man vermeintlich so sieht. Aber die haben das so ausgedrückt, ja, das muss man mitbringen. Also für die war das jetzt nicht so, dass das abschreckend ist, sondern das war eher so, das sind Qualitäten, die muss man mitbringen. Sind in der Familie oder vielleicht ja. Auch an solchen Leuten oder Frauen, wie du es bist, die natürlich junge Menschen mitziehen können. Ja. Also wenn der Opa da ist mit 88 Jahren und dann ist das ja, Monologe sind langweilig, dann muss man ein bisschen Abwechslung finden zwischen ja. Ernsten und Witzigen. Ne? Also man muss das schon ein bisschen gut verpacken und dann kriegt man die Jungen auch, die hatten da alle so Bock drauf. Ich war richtig, wir haben uns eingeteilt, dann sollten wir uns einteilen, wer mag gerne Kühe, wer mag gerne Schweine, wer mag gerne Hühner und dann haben wir uns so eingeteilt. Das war total interaktiv, war, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt sind die Frauen nach wie vor schlecht in der Landwirtschaft? Nee. Also ich will das jetzt nicht so pauschal sagen. Vielleicht ist es schwierig so zu antworten, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen immer mehr werden, dass es in Social Media Frauen zeigen und die sich den Platz nehmen, dass einfach, wir können es anders zeigen. Wir können anders über Dinge vermitteln und nicht nur über das Technische, über das Praktische reden, sondern vielleicht auch über ganz andere Sachen, die Frauen auch betreffen. Und dadurch nimmt man auch so ein bisschen die Hemmschwelle. Hey, ich habe einen Hof, ich habe 4 Kinder, das ist heftig. Ich weiß manchmal gar nicht, wie es gemacht werden muss oder gemacht wird. Dann arbeite ich noch mit meinem Vater zusammen, der auch noch eine Persönlichkeit ist, die du erstmal durch boxen musst. Genau. Und auf einmal ist man weniger alleine.